Ein Leben lang streben die Wikinger nach Ehre, um nach ihrem Tod mit Gottvater Odin in Valhall zu speisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegernhelden zu empfangen. Schuld daran ist sein jüngster Sohn, Leko. Schon früh zeigte der zarte Knabe einige für Wikinger recht ungewöhnliche Neigungen und Talente, statt sich mit Waffenübungen und Trinkgelagen zu beweisen. Bis Odin der Kragen platzt. Er verbannt Leko unehrenhaft auf die Erde, wo dieser sich wenigstens mal nützlich machen soll, als Gott, der Baumeister. Doch Leko hat einen Plan. Durch ihr gemeinsames Schicksal verbunden, schließt er sich mit den verschmähten Helden zusammen. Allen Gefahren zum Trotz wollen sie sich Odin als würdig erweisen und den Weg zurück nach Asgard wagen, hinauf auf die Valhalla Hills. Doch als die ersten Krieger in Asgard Einlass begehren, ist Odin kaum beeindruckt. Um an meiner Tafel speisen zu dürfen, bedarf es mehr Ehre. Eine Menge mehr Ehre. Okay, und damit ein herzliches Willkommen nach langer, langer Zeit mal wieder zu einem Angezockt. Ja, ich habe schon lange kein Angezockt mehr gemacht. Es kann also auch sein, dass viele der Leute, die jetzt dieses Video gerade sehen, sich fragen, Angezockt, was ist das denn? Ja, Angezockt ist ein Format, das ich schon ein schönes Weilchen auf meinem Kanal habe. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, schön. Wo ich ein Spiel einfach nur mal eine Folge lang anspiele. Das kann eine Viertelstunde dauern, es kann eine halbe Stunde dauern, es kann aber auch eine Stunde dauern. Und manchmal wird dieses Spiel dann auch zu einem Let's Play. Oft ist es aber einfach nur eine Vorstellung für euch, um euch ein Spiel einfach zu zeigen. Und mache dann entweder kein Let's Play daraus, weil ich merke, ja, es macht mir persönlich zwar Spaß, aber weniger als Let's Play. Oder weil ich sage, ich möchte das einfach privat ein bisschen für mich spielen. Oder ist es halt einfach ein Spiel, wo ich sage, da kann man nicht wirklich ein Let's Play draus machen. Zum Beispiel habe ich euch mal ein Mobile Game vorgestellt. Das ist super für zwischendurch. Ich liebe es einfach so zu spielen. Aber ich mache kein Let's Play draus. Aber durch das Angezockt kann ich es euch zumindest mal zeigen. Und vielleicht freut es euch auch. So, bei Valhalla... Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Bei Valhalla Hills war es jetzt so, dass ich angeschrieben worden bin, ob ich Interesse an einem Code hätte, dass ich das Spiel eben bekomme. Und es dafür halt einfach einmal vorzeige. Und ich habe gesagt, ja, ich gucke mir das mal an. Das waren zwei Spiele, die mir gezeigt wurden. Und Valhalla Hills, das war eines der beiden, hat mir tatsächlich gefallen. Und ich dachte mir, ja klar, dann machen wir das jetzt einfach. Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht angefangen. Das ist also jetzt das erste Mal. Ich habe es nur zweimal gestartet, kurz das Intro, um zu schauen, ob es vom Sound her passt, dass ich nicht zu leise bin oder viel zu laut. Und jetzt werde ich euch einfach mal das Spiel zeigen. Und auch selbst das Spiel kennenlernen. Wie gesagt, ich habe es doch selbst noch nie gespielt. Okay. Wikinger. Neue Karte. Da mag ich nochmal raus. Wikinger. Ach, wir haben verschiedene Völker. Wir haben... Ach, wir können hier jetzt unser Charakter erstellen. In Kampfmontur darstellen. Okay. Wir haben das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Ein Blondinchen. Oder jemand mit grauen Haaren. Wen wollen wir nehmen? Oh, sieht böse aus. Ich nehme die hier. Ich nehme Estrid. Estrid nehme ich. Ich mag das, wenn graue Haare sind was Schönes. Bearbeiten können wir auch noch. Standardhelm. Bobshelm. Bob, der Meister. Echt geweiht. Entschuldigung. Flügelhelm. Zylinderhut. Krone. Oder realistischer Helm. Flügelhelm. Echt geweiht. Ich finde das ziemlich nice. Das nehmen wir mal. Fertig. Okay. Schließen. Das ist also unser Charakter, mit dem wir spielen. Bleibt das auch so? Ja? Nein? Warum steht da eigentlich 6140? Oh, man kann hier noch runterspulen. Jette, Groa, Bjorn. Ah, kann das sein, dass ich das freischalten muss? Ach, verdammt. Ach, das ist mein Volk! Ach, das ist mein Volk. Ich kann mein Volk bearbeiten. Jetzana. Ich kann da gar nichts auswählen. Das ist mein Volk, das ich habe. Das kann ich bearbeiten. Da kann ich die Gudrun bearbeiten. Kannst du Gudrun sagen? Gudrun, du kriegst einen Flügelhelm. Okay. Ups. Ja, das wusste ich nicht. Okay. Die haben, glaube ich, schon Punkte, weil mein Freund das auch spielt. Und zwar auf seinem Konto. Es kann sein, dass sich das ein bisschen übertragen hat. Profile, geben wir es mit. Tatsächlich. Oh. Ups. Wir erstellen ein neues Profil.
Ich dachte, das läuft über Family Sharing. Mein Freund hat es heute schon mal ausprobiert. Jetzt habe ich was. Entschuldigung. Ja, das waren die Wikinger von meinem Freund. Die Gudrun hat jetzt einen Flügelhelm und die anderen Elchhelm. Tut mir leid. Schön. Optionen. Niedrig, mittel, hoch, episch. Wir stellen es auf episch. Das lassen wir alles so. Blendeffekte und so weiter und so fort. Neue Karte. Kartencode. Das soll wohl irgendwie immer neu generiert werden. Habe ich so gehört. Wir drücken einmal neu auswürfeln und starten. Da gucken wir mal. Okay. Wow. Willkommen, Leko, Gott des Bauerns. Beweise deinem Vater, dass du würdig bist, nach Valhalla zurückzukommen, indem du zufällige Missionen bewältigst, die deinem Fortschritt angepasst sind. Alles, was du machst, kann neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnen. Dein Ziel ist es, deine Anhänger immer wieder auf die Gipfel Valhallas zu führen und dabei Erde zu sammeln, durch den Bau von Gebäuden, Kampf oder Opferung. Im Baumenü unten am Bildschirm sind die Gebäude für die Produktion, den Transport und den Kampf unterteilt. Öffne das Baumenü. Okay, mein Freund hat gesagt, es erinnert ihn total an das alte Siedler und ich habe damals Siedler gespielt und ich fand es ziemlich, ziemlich toll. Ich wollte euch das Spiel eigentlich schon viel, viel früher zeigen. Ich habe den Key schon sehr lange, auch vor Release hatte ich den schon, nur ich habe es total vergessen und es tut mir so unheimlich leid. Ich mochte Siedler, ist toll. Grundbedürfnisse. Deine Wikinger werden treu und fleißig für dich arbeiten, es sei denn, sie haben Hunger, sind müde oder müssen unbedingt ein paar nette Worte mit einer anderen netten Person wechseln. Im Grunde erfüllen sie diese Bedürfnisse von ganz alleine. Allerdings solltest du unbedingt dafür sorgen, dass sie möglichst gut versorgt sind, da sie dann viel effektiver arbeiten. Wenn sie nämlich ihre Zeit damit vertrödeln, Bären zu suchen oder sich die Knochen bei einem Nickerchen unter einem Baum verrenken, ist das nicht so gut, wie wenn sie beispielsweise leckeres Brot zu essen bekommen und sich in einem weichen Bett mit einem Dach über den Kopf ausschlafen können. Übrigens, für eine Pipi-Pause unterbrechen sie ihre Arbeit nicht. Okay, die müssen also nicht pinkeln. Das heißt, sie pinkeln dann... Ja, keine Ahnung, was sie dann machen. Okay. Ich soll das Baumenü öffnen, hat es geheißen, ne? Ist das das hier? Produktion, Logistik, Militär, Produktion. Das Bauen. Holz wird für nahezu alle Bauvorhaben benötigt. Darum lass frühzeitig einen Holzfäller bauen, möglichst in der Nähe von Bäumen. Bei jedem Bauvorhaben solltest du auf die Bauuntergründe achten. Ist der Bauuntergrund grün, verbrauchen die Wikinger weniger Rohstoffe für die Fertigstellung als auf einer orangen oder sogar rot markierten Position. Ah, okay, sonst ist es rot, da kannst du nicht bauen. Gut, denk daran, alle Arbeitsgebäude haben einen Radius, in dem der Arbeiter seiner Profession nachgeht. Man kann ihn sich anzeigen lassen, indem man die Gebäude auswählt. Wege vergrößern diesen Radius. Ein Holzfäller. Ja, hier hinten sind Bäume. Und hier wäre grün. Und im Radius liegen die Bäume. Dann bauen wir das da einfach mal hin. Ich kann raus und rein zoomen. Ich kann das halt so ein bisschen hin und her bewegen. Okay. Sonst? Kann ich sonst irgendwas machen? Ja, keine Ahnung. Gebäude ausschalten, umziehen, abreißen. Manchmal ist es sinnvoll, Arbeitsgebäude auszuschalten, um die Produktion dort zu stoppen. Wenn man sie später wieder benötigt, kann man sie wieder aktivieren. Einige mobilen Gebäude, wie der Geologekampf und ein Mehllager oder Kurierposten, können verlegt werden, um sie an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen. Dadurch fallen keine zusätzlichen Baukosten und auch keine Bauzeit an. Du kannst Gebäude bei Bedarf auch wieder abreißen, du erhältst einen Teil der Baukosten zurück. Okay, das ist jetzt eher uninteressant für mich. Ich will jetzt eher weniger was abreißen. Wird das jetzt hier gebaut? Ja? Nein? Ja? Nein? Wird es gebaut? Ah ja, der baut hier jetzt. Aha. Under Construction. Sehr gut. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier noch Logistik, ein Wohnzelt. Wohngebäude erhöhen die Anzahl der aktiv arbeitenden Wikinger, die sich dann nicht unter Bäumen betten. Dann bauen wir denen doch jetzt hier noch irgendwie was hin. Ich würde das denen hier... Was ist jetzt? Was ist das hier? Startportal. An diesem Portal beginnt jedes neue Abenteuer der Wikinger. Es darf nicht zerstört werden. Okay. Baue mehr Wohnhäuser. Aber wir haben jetzt irgendwelche Wikinger gerufen. Wunderbar. Schön, dass ich das auch gemerkt habe. Wohnhäuser. Durch den Bau von Wohngebäuden erhöhst du die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wikinger. Außerdem erholen sich Arbeiter, die in einem Wohnhaus schlafen, besser, als wenn sie sich unter Bäumen betten. Gut erholt können sie länger und effektiver arbeiten. Ein Gebäude stellt immer nur einen bestimmten Warentyp her. Willst du neue oder mehr Waren herstellen, Lastanbauten oder zusätzliche Gebäude bauen? Okay. Warte. Wo bauen wir das denn hin? Ich würde es hier hinbauen. So ein bisschen daneben. Das ist halt jetzt noch eine sehr kleine Insel. Ich glaube, das ist halt wirklich nur ein Tutorial. Oh, hier oben haben wir Tutorial Wohnhäuser. Ein Wohnzelt haben wir halt jetzt schon im Bau. Ist das Ding hier schon fertig? Tatsächlich, es ist fertig.
Und da jetzt fällt da der jetzt Holz, oder wie? Glaube es zumindest. Weiß es nicht so genau. Hier wird weiter am Wohnhaus gebaut. Hier haben wir dann noch Militär. Da gibt es momentan noch nichts. Und hier können wir es wieder schließen. Okay. Haben wir sowas wie Missionen? Hier oben können wir schneller machen. Das heißt, wir können jetzt die Nacht zum Beispiel langsamer machen. Hier ist das Startportal. Mhm. Alle Benachrichtigungen. Ah, warte. Das ist jetzt fertig. Okay, Gebäude fertig. Mhm. Alle Benachrichtigungen mit niedriger Priorität grün oder höher werden angezeigt. Wohnhäuser. Ah, okay, das zeigt es mir jetzt so an. Durch den Bau von Wohngebäuden erhöhst du die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wikinger. Ja, das haben wir schon gelesen. Genau, richtig, richtig, richtig. Haben wir ja jetzt gebaut, so ein Wohnhaus, oder? Das ist ein Wohnzelt. Gebäude. Tutorial Gebäude. Gebäude an, ausschalten, umziehen und so weiter. Das ist uninteressant. Das haben wir ja alles, oder? Glaube ich. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ah, der braucht noch... das ist jetzt... Das heißt... Ah ja, insgesamt eingelagert. Okay. Das heißt, da brauchen wir jetzt... mal gucken. Ressourcen. Das kann man hier alles anschauen. Ich habe so ewig nichts mehr gespielt. Nächstes. Ach, das ist das nächste, was ich freischalte. Okay. Das heißt, wir können jetzt theoretisch bald was Neues bauen, oder wie? Äste. Ja, hier liegen jetzt Äste rum. Hm. Ja, wir haben halt jetzt sowas gebaut. Soll ich sowas jetzt noch weiterbauen? Bauen wir vielleicht noch ein zweites Wohnzelt. Ich glaube, das kann nicht schaden. Bauen wir hier dahinter noch ein zweites. Ich weiß nicht, wie viel gehen denn da rein, Einwohner? Geht nur einer rein, oder wie? Muss ich für jeden eins bauen? Das ist dann schon krass. Wenn ich da jetzt für jeden eins bauen muss? Das kann ich hier nicht bauen, ne? Nee, das überschneidet sich hier alles. Ja, verstehe. Okay, was ist das hier hinten? Portale. Deine Wikinger haben ein Portal entdeckt, hinter dem hoffentlich Bifrost liegt. Jene Regenbogenbrücke, die sie nach Asgard bringen könnte. Meist werden die Portale allerdings von Wesen der Unterwelt bewacht, sodass du ein Portal... sobald du ein Portal öffnest, können sie in deine Welt eindringen und dein Dorf angreifen. Verteidige dich dagegen oder besänftige die dunklen Gewalten durch Opfergaben. Dazu später mehr. Öffne nun das Portal, um die nächste Mission zu starten. Die bösen Mächte schlafen noch und werden deine Wikinger diesmal noch nicht angreifen. Dann öffnen wir das mal. Erfolge, Sieg! Deine Wikinger haben viel Mut bewiesen und durch all ihre Taten mächtig Ehre gesammelt. Jeder Zuwachs an Ehre lässt sie im Ansehen Odins steigen und bringt sie den Einlass nach Valhalla ein Stück näher. Außerdem schalten zahlreiche Aktionen deiner Wikinger Erfolge frei. Dies können neue Gebäude, Technologien oder andere Dinge sein. Neue Erfolge kannst du stets ab der nächsten Mission nutzen. Starte nun die nächste Mission. Okay. Portal betreten, nächste Mission starten oder wir bleiben hier auf diesem Berg. Nein, wir machen natürlich weiter. Neue Erfolge! Fischer, Kaninchen, Mindestlohn und so weiter und so fort. Ach, ja gut. Das, glaube ich, waren die Erfolge, die mein Freund hatte. Kann das sein, dass es übertragen wird? Das kann sein, dass es übertragen wird vom anderen Profil. Da bist du ja wieder. Der erste Gang durch das Portal war mühelos zu bewältigen. Aber im Spielverlauf werden die Wächter des Portals immer stärker und aggressiver. Um Soldaten für den Kampf gegen die Wächter auszubilden, benötigst du Kampf- oder Armeelager. Alternativ kannst du mit Opferstätten die Wächter besänftigen und somit auf friedliche Weise den Weg durch das Portal freimachen. Das ist eine interessante Geschichte, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Finde ich irgendwie cool. Okay. Also, schauen wir mal. Ich muss mal gucken. Wir können jetzt hier mittlerweile mehrere Sachen bauen. Hm. Kann ich denn mal gucken, was ich jetzt an Ressourcen habe? Wir haben gar nichts an Ressourcen. Na gut. Ich baue jetzt erstmal hier eine Holzfällerhütte. Die baue ich erstmal hier hinten hin. Da. So. Und dann bauen wir erstmal hier noch Wohnzelte auf. Dann bauen wir noch ein zweites auf. Und dann würde ich sagen, wir bauen auch noch ein drittes auf. Damit die hier auch schön wohnen können. Ich weiß halt nicht, ob ich für jeden Einwohner eines brauche. Das habe ich da. Das weiß ich noch nicht so genau. Mit Fischern und Jägern kannst du eine gewisse Grundversorgung mit Nahrung für deine Wikinger gewährleisten. Baue einen Fische
immer in, was baue einen Fischer immer in der Nähe eines Gewässers und den Jäger so, dass er in seiner Reichweite auch tatsächlich Tiere findet. Angeln und einfach Sperre produzieren sich die Arbeiter selbst. Du solltest Acht geben, den Wildbestand in den Wäldern nicht gänzlich zu zerstören. Tiere pflanzen sich mit der Zeit fort. Wenn du allerdings alle gejagt hast, kann sich das Ökosystem nicht mehr regenerieren. Ach, das ist interessant. Dass wenn ich jetzt hier 50.000 Sachen hier hinpacken würde, die halt irgendwo hier fischen, dann habe ich halt das Problem, dass ich plötzlich nichts mehr abfischen kann. Ich packe das mal dahin. Hier müsste man halt dann was zum Jagen hinmachen. Okay, das ist schon mal richtig fertig gebaut. Gut. Dann haben wir noch Fischer und Jäger. Und das willkommen in der zweiten Mission. Das haben wir alles abgeschlossen. Ach, das sind nur die Tutorials, die hier aufploppen. Jetzt steht hier, Ware fehlt. Axt. Wir haben keine Axt. Wo bekommen wir eine Axt her? Produkte. Können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Wo bekommen wir eine Axt her? Und wir haben kein Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ja gut, das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Das bekommen wir schon hin. Hier haben wir Militär. Ein Kampflager und so weiter und so fort. Das ist natürlich schlecht, wenn wir keine Axt haben. Ah, jetzt haben wir es. Werkzeug gebaut, Axt, die haben das gebaut. Okay. Sollten wir vielleicht noch einen zweiten Holzfäller engagieren? Ich glaube, es kann nicht schaden. Bauen hier einen zweiten Holzfäller hin. Oh, das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir, das hat was. Ich habe sowas schon ewig nicht mehr gemacht. Das muss ich dazu sagen. Also am Anfang ist es halt noch spartanisch. Wir haben ja schon erfahren, später können wir dann auch mehr bauen. So, Kampf- und Armeelager. Kampf- und Armeelager können verlegt werden, damit du deine Krieger dort einsetzen kannst, wo sie benötigt werden. Ein Armeelager ist ein größeres Kampflager, das heißt, in ihm können mehr Krieger untergebracht werden. Ist ein Kampf- oder Armeelager in der Nähe eines Waffenproduzenten stationiert, können sich die Krieger dort mit besseren Waffen ausrüsten, sofern sie dort vorrätig sind. Verweilen deine Krieger in der Nähe von einer Brauerei oder Goldschmiede oder von Lagergebäuden oder Kurieren, holen sie sich automatisch das Gold oder Malzbier, das sie dort finden können. Mit jedem Malzbier, das die Krieger trinken, steigert sich ihre Lebensenergie. Mit jedem Stück Gold, das sie erhalten, erhöht sich der Schaden, den sie machen können. Stationiere deine Kampf- und Armeelager also in der Nähe der entsprechenden Gebäude, wenn du deine Krieger verbessern willst. Das ist eine interessante Sache, ob ich mir das so einfach merken kann. Okay, wir haben aber momentan nichts Großartiges, wo wir die dann in der Nähe platzieren könnten. Deswegen mache ich die jetzt einfach erstmal ganz normal hier in der Nähe des Portals. Weiß ich, eine Opferstätte würde ich aber fast auch bauen wollen. In einer Opferstätte kannst du die Portalwächter mit Opfergaben besänftigen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Hast du eine Opferstätte gebaut und dort die Opfer befohlen, wird ein Arbeiter die geforderten Opferwaren zusammentragen. Er findet aber nur Waren, die sich auch im Einzugsgebiet der Opferstätte befinden. Sind die Waren zu weit weg, kannst du das Einzugsgebiet durch den Bau von Wegen und später auch mit Kurierposten vergrößern. Um zeitgleich mehrere Opferungen durchführen zu können, bedarf es mehrerer Opferstellen. Okay, weiß nicht, soll man eine Opferstelle bauen? Wir haben halt keine Steine, ne? Wir brauchen Bruchstein. Wir haben hier aber nirgendwo Bruchstein. Soweit ich das gesehen habe, haben wir das hier nicht. Also wird das wohl nicht wirklich möglich sein. Ich will das jetzt aber auch gar nicht mit besänftigen und so machen, würde ich mal so behaupten. Wir spulen das Ganze mal ein bisschen vor. Machen es vielleicht sogar mal ganz schnell. Klicken hier mal auf das Ding. Gesammelte Ehre Wikingerübersicht. Gerufene Wikinger 12 von 30. Arbeitslose Wikinger 6. Krieger 1. Ach, wir geben Ehre her, um so neue Wikinger anzufordern, oder wie? Hab das noch nicht so genau verstanden, aber auch das werden wir noch herausfinden. Okay, die bauen also schon ziemlich fleißig. Ich würde noch ein Kampflager erstellen. Zählt das eigentlich auch als Wohngebiet? Können halt hier jetzt noch ein weiteres Holzfällergedöns hinpacken. Das ist halt im Moment, brauchen wir halt noch nicht wirklich so viel, muss ich sagen. Was haben wir hier? Verschlossen. Das Portal ist verschlossen. Ein Wikinger muss in der Nähe gewesen sein, um es öffnen zu können. Das heißt, wir müssen uns so quasi bis dahinter bauen. Ja, dann komm, dann machen wir hier noch ein Wohnzelt hin. Ich kann da kein Wohnzelt hinbauen. Das kommt irgendwie ein bisschen doof. Lass uns irgendwie hier noch ein Wohnzelt hinbauen. Und dann würde ich tatsächlich noch einmal ein Kampflager bauen. Oder wir bauen trotzdem mal die Opferstätte, auch wenn ich keinen Bruchstein gefunden habe. Aber wir bauen es mal, dann kommen die Wikinger definitiv bis dahinter. Da müsste diese Mission auch machbar sein. Also ist es Sinn, hier drauf zu klicken und der sagt mir dann, was ich noch machen muss.
Wächterin, die Frauen der Eiswikingergarde sind allzeit bereit, Eindringlinge am Durchschreiten des Portals zu hindern. Und Holz. Ist ein Holz in der Nähe eines Waldes errichtet? Hä? Feinde? Wir haben die ziehen mir Holz weg. Okay, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Nein, 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 nein. Portal geöffnet. Du hast das Portal nach Valhall geöffnet. Mach dich bereit, denn bald werden die Portalwächter versuchen, deine Wikinger am Durchschreiten zu verhindern. Beschütze unbedingt das Startportal in deinem Dorf. Ist dieses verloren, gibt es für deine Wikinger keine Rettung mehr. Okay. Hat es sich jetzt aufgehängt? Nein, okay. Kampf. Das ist das Tutorial noch, deswegen... Jetzt ist es passiert. Deine Wikinger wurden attackiert. Zivilisten können sich mit Fäusten verteidigen. Besser ist es allerdings, mit Kriegern auf den Gegner loszugehen. Krieger arbeiten in Kampf- oder Armeelagern, das du über das Baumenü bauen lassen kannst. In diesen Lagern kannst du dann Krieger der unterschiedlichsten Waffentypen anfordern. Oh, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht, ne? Deine Krieger werden alle feindlichen Wesen bekämpfen, die sich innerhalb des Arbeitsbereichs ihres Lagers befinden. Du sollst also dafür sorgen, dass deine Militärlager sich an den richtigen Stellen befinden. Klick da mal drauf. Ist auf alle Fälle ein Soldat drin. Ach, das zeigt die Slots an. Wir haben ja noch ein Lager, das ist hier. Da ist auch nur einer drin. Oje. Aber die Wohnzelte? Da können wohl alle möglichen rein, okay. Warte, 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 wir müssen mal langsamer machen. Langsamer, langsamer, langsamer! So. Ah, da kämpfen sie schon gegen das Ding hier. Da kämpfen sie. Oh, ist gefallen, es ist gefallen, es ist gefallen. Wunderbar. Sehr schön. Victory! Portal betreten und nächste Mission starten oder auf diesem Berg bleiben und weiterspielen. Ich würde sagen, wir werden das Portal für die nächste Runde mal anklicken. Und das ist dann schon die nächstgrößere Karte. Da landen auch wieder unsere Wikinger drauf. Okay, wenn ich so einen Wikinger anklicke, dann sehe ich, dass er kaum Erde hat. Hunger, ja, ist voll, Müdigkeit, das passt auch. Arbeitslos und langweilig. Und so können wir das Ganze durchgehen. Was haben wir denn hier oben? Das sieht spannend aus. Sieht sehr spannend aus. Ist auf alle Fälle irgendwas von den Gegnern, das sehe ich schon. Haben wir was Neues, das wir bauen können? Wir können jetzt einen Jäger bauen. Okay, das haben wir ja vorhin schon erfahren, dass es die gibt. Ein Lager kann man hier bauen und die Pfade. Durch Pfade, Wege und Straßen kannst du die Reichweite erhöhen und die Laufwege deiner Wikinger beeinflussen und damit die allgemeine Produktivität steigern. Oftmals würden sie ohne Wege ihr Ziel bzw. die gesuchten Rohstoffe nicht finden. Auch laufen deine Wikinger noch schneller. Du kannst Pfade über das Logistikregister im Baumenü bauen. Setze den Startpunkt und den Endpunkt mit Linksklick auf die Karte. Rechtsklick bricht das Bauen ab bzw. beendet es. Durch häufige Benutzung werden Pfade automatisch zu Wegen und später zu Straßen. Pfade, Wege und Straßen vergrößern auch den Arbeitsbereich von Gebäuden. Wenn du ein Gebäude auswählst, wird er dir angezeigt. Okay, gucken mal. Wir bauen... Ah ja, so würde das Ganze dann ausschauen. Wir bauen das mal bis zum Baum. Wenn ich das jetzt nochmal mache. Und nochmal mache. Und nochmal mache. Und nochmal mache. Wird das dann irgendwann eine Straße? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Kann das sein, dass ich es falsch verstanden habe? Es ist durch häufiges Benutzen. Ach, wahrscheinlich, wenn die Wikinger häufig drüber gehen, könnte ich mir vorstellen. Ah, da steht schon Benutzung 0. Ah, okay. Wenn sie dann häufiger drüber gehen, dann baut sich das also automatisch aus. Das ist eine coole Geschichte. Militär haben wir immer noch das gleiche wie vorhin auch. Gefällt mir. Aber ich glaube, damit habe ich euch auch ein schönes bisschen von dem Spiel gezeigt. Sicherlich gibt es noch weitaus mehr zu entdecken, aber ich glaube, es ist schön, die Dinge selbst kennenzulernen. Ich habe euch mal die allen Informationen zu diesem Spiel unten in die Videobeschreibung gepackt und nein, ich bekomme dafür nichts. Also bin jetzt nicht bezahlt worden, euch dieses Spiel vorzustellen, keine Sorge. Aber falls es das Spiel beispielsweise bei Games Rocket gibt, verlinke ich euch den Rev-Link dazu, weil das natürlich ein Partner ist, mit dem ich zusammenarbeite. Ansonsten findet ihr auf alle Fälle alle wichtigen Informationen unten in der Videobeschreibung, wie genau das Spiel heißt und so weiter und so fort, von wem das Spiel ist.
Und was wollte ich noch dazu sagen? Genau, wenn euch das Spiel interessiert und ihr sagt, ihr möchtet es aber nicht selbst spielen, sondern nur ein bisschen ein Let's Play oder irgendwas so davon sehen, dann verlinke ich euch noch den Kanal von meinem Lebensgefährten, denn der hat vor, ein Let's Play davon zu starten. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, dieses Angezockt hat euch Spaß gemacht. Ich finde das Spiel ziemlich knuffig und ich werde es privat wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich habe halt momentan auch keinen Let's Play-Slot frei und deswegen habe ich vorgehabt, das Ganze jetzt erstmal nur als angezockt zu bringen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Bis zum nächsten Mal.